Okay. Jetzt warte doch mal. Kein Dankeschön? Dankeschön. Dankeschön, das war's. Du bist aus der Stadt, oder? Es gibt nichts, was ich dir geben kann. Das meine ich auch nicht. Was machst du hier? So jemanden wie dich sieht man hier draußen selten. Weißt du überhaupt, wo du bist? Hier ist es ganz schön gefährlich. Hör zu. Ich bin dir wirklich sehr dankbar, dass du diesen Irren da drin ruhig gestellt hast. Aber ich muss jetzt echt weiter. Wie viele Menschen leben eigentlich in der Stadt? Hier draußen sind es eigentlich gar nicht so viele. Zumindest kommt einem das so vor. Es kann sein, dass man manchmal tagelang niemandem begegnet. Verrückt, oder? Wenn du magst, können wir auch eine Weile zusammengehen. Ich meine, ich wohne hier. Es reicht! Hör auf, mir hinterherzulaufen! Es bringt Unglück, sich Fremden anzuschließen! Na dann, viel Glück hier draußen. Und lass dich nicht umbringen. Na, weit bist du ja nicht gerade gekommen. Bist du mir gefolgt? Wie ist es eigentlich, so ein Städter zu sein? Städter? So nennen die uns hier? Städter, Stadtlinge, Stadtleute. Wie nennen sie uns in der Stadt? Wilde, Streuner, Außensasse. Was soll das heißen? Die meisten Leute aus der Stadt haben ihr Zuhause nie verlassen. Genau wie ihr. Sollten sie auch. Wohnen ja schließlich in der Stadt. Und du? Was ist mit dir? Warum hast du die Stadt verlassen? Ich meine, da gibt's doch alles. Nahrung, ein Dach über dem Kopf, Elektrizität für jeden. Hast du das hier schon mal gesehen? Was war das? Komm, schnell, hier entlang. Was war das? Bleib ruhig. Warum verstecken wir uns? Um nicht erwischt zu werden. Erwischt zu werden? Von wem? Wie viele Menschen hast du hier schon getroffen? Und ich meine wirklich getroffen. Ein, vielleicht zwei? Ich würde mal behaupten, das waren keine freundlichen Begegnungen. Hier draußen ist es gefährlich. Für jemanden wie dich ist es noch viel gefährlicher. Ich glaube nicht, dass du weißt, worauf du dich hier einlässt. Hier passieren Dinge, die du dir nicht mal vorstellen kannst. Also, stellst du dich deinem Schicksal oder kommst du mit mir mit? Ah! Du suchst die Menschen in Weiß. Ich weiß, wo sie sind. Die Zeichnung in deinem Buch. Ich kann dich zu ihnen bringen. Was willst du dafür? Eine Sache wäre da. Erzähl mir alles von der Stadt. Was für ein Name. Ihr seid echt verrückt. Hast du einen besseren? Irma. Irma? Hast du einen Sprachfehler? Aha. Was macht ihr eigentlich so einen ganzen Tag in der Stadt? Mal sehen. Also morgens klingelt der Wecker, wenn es Zeit ist, aufzustehen. Die Kinder gehen dann in die Schule, um zu lernen. Und die Erwachsenen gehen ihrer Arbeit nach, um Geld zu verdienen. Dort verbringen sie dann den ganzen Tag. Und abends gehen sie dann wieder nach Hause. Klingt furchtbar langweilig. Das habe ich schon mal gehört. Ich mag es. Irgendwie.
Wie sehen die Häuser in der Stadt aus? Sie sind ziemlich groß, damit es Platz für viele Menschen gibt. Aber nicht für alle Menschen? Nein, nicht alle. Ich glaube, vieles wäre einfacher, wenn die Stadt ihre Tore für alle Menschen öffnen würde. Glaubst du? Das wäre ein völliges Desaster. Warum? Naja, wenn alle Zugang zur Stadt hätten, dann wäre es doch genauso wie hier. Alles wäre unkontrolliert und würde im Chaos versinken. Was ist mit den Menschen, die eine Chance auf Besserung verdient haben? Haben wir nicht auch das Recht auf ein angenehmeres Leben? Die es verdient haben, schon, aber öffnen wir die Tore für einen, dann müssen wir sie für alle öffnen. Und außerdem hattet ihr eure Chance vor der Festigung. Hast du Witze? Weißt du überhaupt, was da passiert ist? Ja, wir lernen alles in der Schule. In der Schule? Ich muss nicht in der Schule gewesen sein, um zu wissen, dass das absoluter Schwachsinn ist. Ich war dabei bei der Festigung, während du wahrscheinlich von einem warmen Ofen in die Windeln geschissen hast. Kaum zu glauben, dass du das noch weißt. Glaub mir, das werde ich nie vergessen. Deine geliebte Stadt erzählt nicht die ganze Wahrheit. Zugegeben, die Stadt steht auf wackeligen Beinen. Die Menschen werden unruhiger, sie fühlen sich eingeengt. Einige verlassen sie sogar. Das erklärt, warum man in der letzten Zeit so viele von euch hier herumlungern sieht. Ich dachte, ich wäre der erste Städter, den du getroffen hast. Der erste Lebende, ja. Nehmen wir an, wenn du gefunden hast, was du suchst, wirst du wieder in die Stadt zurückgehen. Ja. Und was ist, wenn du es nicht findest? Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Du gehst also davon aus, dass du fündig bist? Nein, aber so oder so, ich werde dieses verdammte Land verlassen. Und hast du alles, was du dazu brauchst? Ja, ich habe die Berechtigung. Die Berechtigung, hm? Du weißt schon, dass das Unsinn ist, oder? Nein, ich komme aus der Stadt. Also habe ich auch die Berechtigung, dort wieder hin zurückzukehren. Jetzt lass mich dir mal was sagen. Hier draußen bist du nicht mehr oder weniger berechtigt als wir alle anderen. Hier draußen bist du einer von uns. Und ganz nebenbei, die Leute hier, die wissen von deiner Berechtigung. Dafür müssen sie dich nicht mal anschauen. Es reicht, in deiner Nähe zu sein. Großer Gott, du bist ja völlig ahnungslos. Das wäre ich doch besser so. Was meinst du damit? Es wird bald dunkel, wir sollten jetzt schlafen gehen. Von was soll ich keine Ahnung haben? Wir haben morgen einen langen Marsch vor uns, du solltest dich jetzt wirklich hinlegen. Gute Nacht, Paul der Berechtigte. Los, aufstehen. Komm schon. Ich bin so eilig. Je früher, desto besser. Hier.
Gestern Nacht schlecht geträumt, hm? War nicht zu überhören. Keine Sorge. Es wird schon wieder. Ich nehme an, in der Schule haben sie euch gezeigt, wie man hier draußen überleben kann. Nein, ich habe keine Ahnung davon. Ziemlich unpraktisch, oder? Ich ärgere dich nur. Ich kann dir ein paar Sachen zeigen. Am besten immer schön unentdeckt bleiben. Messer immer griffbereit. Und dann, in einem unbeobachteten Moment, riechst du das? Ja. Hier entlang. Das ist es? Hier wohnen die Menschen in Weiß? Hier ist niemand. Sie sind sicher noch unterwegs und kommen gleich wieder. Setz dich. Schau, was ich gefunden habe. Gib mir mal dein Messer. Da ist doch eins dabei. Danke. Ernsthaft. Danke, dass du mich gerettet hast. Ohne dich wäre weiß was passiert. Ich wäre wahrscheinlich tot. Aber du bist gekommen und hast mich davor bewahrt. Ich hatte Himmel geschickt. Ja. Vielleicht sollten wir uns ein wenig hinlegen. Nein, warum denn? Die Menschen in Weiß kommen bestimmt gleich. Jetzt wird es nicht mehr lange dauern. Weißt du, ich bin dir wirklich dankbar, dass du mir hilfst, meinen Bruder zu finden. Dein Bruder? Das, was du suchst, ist dein Bruder? Ja. Er kommt bestimmt gleich mit den anderen um die Ecke. Zumindest ist das, was er gesagt hat. So stand es in seinem Notizbuch. Mit dir in der Stadt? Doch, das war er. Und dann ist er gegangen. Er ist einfach gegangen. Mehr als ein Jahr bin ich einfach nur da gesessen und habe darauf gewartet, ob er vielleicht irgendwann kommt, aber er kam nicht. Und ich habe mich nicht vom Fleck bewegt. Hauptsache, ich bin in Sicherheit und mir geht es gut. Und jetzt bin ich hier und wäre gestern fast draufgegangen. Ich habe mich nie lebendiger gefühlt. Das war es, was er wollte. Er hat es versucht, mir zu erklären, aber ich habe es nicht verstanden. Ich wollte es nicht. Das sage ich ihm nur, wenn er jetzt kommt. Hey, Bruder,
Schön, dich zu sehen. Wie geht's? Ich habe verstanden, warum du gegangen bist, also alles gut. Ich bin ein Rad gefolgt und ich bin jetzt auch hier. So wolltest du es doch, oder? So wolltest du es doch! Verdammt, ich hasse es hier! Ich hasse ihn dafür, dass er gegangen ist! Paul? Wir sollten jetzt gehen. Nein! Die Menschen in Weiß kommen gleich und außerdem muss ich mit meinem Bruder sprechen. Dein Bruder ist nicht hier, Paul. Die Menschen in Weiß, sie sind hier. Hör mir zu! Die Menschen in Weiß, sie sind nicht hier. Wir müssen jetzt gehen. Aber du hast doch selber gesagt. Ich weiß, was ich gesagt habe. Jetzt komm! Wer ist das? Bleib hier stehen. Hast du mich verstanden? Ich regel das. Gute Arbeit, Irma. Du weißt ja, wo es steht. Nein, Haag. Das ist ein Missverständnis. Sieht für mich eher nach gelungener Beute aus. Er ist nur auf Durchreise. Er ist keiner von ihnen. Mein Kompass sagt was anderes. Ach, nur dieses eine Mal. Ich bring dir jemand Neuen. Jemand Neues? Wachsen die Städter mittlerweile auf den Bäumen oder was? Wir hatten eine Abmachung. Und jetzt sind wir quitt. Haag! Hör auf damit! Hallo, mein Freund. Tu das nicht. Schön, dich zu sehen. Haag! Lass es! Tu das nicht. Hör jetzt auf damit! Jeder dieser verdammten Städte hat es verdient zu sterben. Das weißt du genauso gut wie Nein. ich. Nein! Wenn ich jetzt mal in der Stadt bin, dann werde ich denen was von ihrer Kost zurückgeben. Aber erstmal kümmere ich mich um diesen hier. Schau ihn dir doch mal an. Er ist nur ein Kind. Er kann nichts dafür. Unsere Kinder. Unsere Familien konnten genauso wenig was dafür. Trotzdem stehst du jetzt ohne sie da. Irma, von dir hätte ich als Letzte erwartet, dass du diesen Abschaum auch noch in Schutz nimmst. Hey. Verrückte Nacht, was? An was erinnerst du dich? Diese
dieser Typ. Wer war das? Nicht so wichtig. Hör zu, ich glaube, du solltest deinen Bruder weitersuchen. Die Menschen in Weiß, hm? Es tut mir leid, dass ich dich auf eine falsche Fährte gelockt habe. Ich habe einfach Dinge zu bereinigen und ich hätte dich nicht damit hineinziehen sollen. In den Rucksack. Hier. Geh mal weiter nach Norden, dann wirst du die Menschen in Weiß vielleicht finden. Das heißt, du weißt nicht, wo die sind? Das weiß niemand so genau. Seit einiger Zeit hört man nur noch Geschichten von ihnen, aber gesehen habe ich sie nie. Ich bete für dich, dass es sie gibt und dass du deinen Bruder findest. Das heißt, du kommst nicht mit? Du willst, dass ich mitgehe nach allem, was gestern Nacht hier passiert ist? Du hast deinen Fehler gemacht. Na und? Du warst ja offensichtlich noch schlau genug, das Schlimmste zu verhindern. Na gut, dann... Ich bin dir das ja sowieso schuldig. Lass uns deinen Bruder finden. Was ist? Eine Schürfwunde. Erst die Bärenvergiftung und jetzt das. Lass mal sehen. Ich hätte nicht so schnell reinrennen sollen. Wenn du nicht aufpasst, wo du hinrennst, dann brauchst du dich nicht wundern. Ja, ich geb's ja zu, weil ich gerade klug von mir. Halt still. Aber ich muss schon sagen, du schlägst dich nicht schlecht. Findest du? Ja, aber werd nicht übermütig. Hey.
Was machst du da? Nichts. Sag schon, was ist? Es ist nichts. Irma, jetzt sag schon. Paul, wenn wir die Menschen in Weiß gefunden haben und dein Bruder wirklich dort ist, was wird dann passieren? Na, wenn mein Bruder wirklich dort ist, dann werden wir wohl viel zu bereden haben. Und wenn nicht, dann... Dann was? Dann werde ich wohl... In die Stadt zurückgehen. Ja, ich denke schon. Es ist nun mal mein Zuhause. Was machst du jetzt? Ich packe. Lass uns noch eine Weile hierbleiben. Ist doch so schön gerade. Nein, Paul. Ich gehe. Was meinst du mit ich gehe? Wir sind seit einer Ewigkeit zusammen unterwegs und jetzt willst du einfach gehen? Wir jagen seit Monaten meinem Phantom hinterher, Paul. Und ob wir fündig werden oder nicht, du wirst zurück in die Stadt gehen. Und? Wir wissen nicht mal, ob es die Menschen in Weiß überhaupt gibt. Wir haben keine Ahnung, wo sie sind. Aber genau deshalb suchen wir doch danach. Wie lange, ja? Wie lange suchen wir sie? Bis du wieder in die Stadt zurückgehst und mich alleine lässt. Bis wir eben mehr wissen. Bis wir was wissen? Ob es die Menschen in Weiß gibt und ob mein Bruder dort... Mein Bruder ist tot, Paul! Ich meine, wenn er am Leben wäre, dann hätte er doch irgendein Zeichen hinterlassen. Es ist besser, jetzt zurückzugehen. Warum sagst du sowas? Emma, jetzt warte doch mal. Wenn du gehen willst, Paul, dann geh jetzt. Ich will aber nicht gehen. Ich will... Was? Mich zurücklassen? Nach all der Zeit, nach allem, was wir zusammen durchgemacht haben, willst du immer noch zurück? Dann nimm deine Scheißkarte und geh! Emma, stopp! Du hattest recht. Dich Fremden anzuschließen bringt Unglück. Ja, Mann. Lauf. Paul, schau dir das an. Die Menschen in Weiß. Das müssen sie sein. Wer seid ihr? Ich bin Paul. Ich suche meinen Bruder. Das hier gehört ihm.
Paul, komm mit, ich hab dir was zu zeigen. Warte, gib ihm ein bisschen mehr Zeit. Lass ihn kurz alleine. Das war sein Schlafplatz. Und das... Das waren seine Tagebücher. Er hat das hier aufgebaut. Alles. Das war sein Plan. Von Anfang an. Warum hat er nie ein Wort gesagt? Was willst du jetzt tun? Gar nichts. Ich habe gefunden, wonach ich gesucht habe. Aber... Tell me why
Tell me about your dreams, I'll tell you.